Guten Abend, liebe Zuschauer. Es ist mal wieder soweit. Herzlich willkommen bei meinem medizinischen Ratgeber Dr. Holz. Ich glaube, ich bin krank. Unser heutiges Thema lautet: Macht schlechte Ernährung wirklich krank? Und Sie können mich dazu anrufen unter der Umsonstrufnummer 0130 3x7 3x8. So, als erstes, Frau Kulig, bringen Sie mir doch bitte schön mal den Käse-Weintraubenteller auf diesem Holzbrettchen, danke. Ja. So, am Apparat ist jetzt unsere erste Anruferin, das ist die Frau Wilkins aus Hannover. Frau Wilkins. Herr Dr. Holz, mein Neffe, der isst nur Pommes Frites. Ja, nun kommen Sie mal zur Sache, Frau Wilkins. Bitte. Ja, und also der isst nur Pommes Frites und trinkt... Moment schon mal, Frau Wilkins. Danke, Frau Kulig. Liebe Zuschauer, bleiben Sie mal da. Liebe Zuschauer, da können Sie auch mal gucken. Kommen Sie mal runter hier. Das ist die Frau Kulig, meine Assistentin. Schönen guten Abend. Ja, danke, Frau Kulig. Frau Kulig, ergänzen Sie doch bitte beim nächsten Mal diesen wunderschönen Käse-Weintraubenteller und so ein paar Mandarinchenstückchen, ja? Dankeschön. So. Ja, Frau Wilkins, jetzt aber mal los, weiter im Text hier. Wir wollen nicht trödeln. Ja, also der isst nur Pommes frites und trinkt nur Cola in der Disco. Ja, Frau Wilkins, zu diesem Thema ist uns jetzt ein Experte zugeschaltet. Das ist der Ernährungswissenschaftler Professor Plum vom Institut für Käse-Trauben-Mandarin-Forschung in Mainz. Guten Abend, Herr Kollege Professor Plum, wie geht's? Ja, guten Abend, Herr Dr. Holz. Danke. Professor Plum, stimmt denn das, was die Frau Wilkins behauptet? Ja, Pommes frites und Cola machen krank. Man sollte mehr Weintrauben, Mandarinen und Käse essen. Professor, jetzt können Sie uns da was Spezielles empfehlen? Ja, ich empfehle dringend den Dr. Holz-Teller. Das sind dekorative Traubenkäsespießchen mit Mandarinenstücken. Aha. Ja, aber ist so ein Teller nicht unheimlich teuer? In limitierter Edition 59,60. Nein? Inklusive Bearbeitungsgebühr? Inklusive Bearbeitungsgebühr. Das ist ja unglaublich. Und ja, wo gibt es den Dr. Holz-Teller? Beim Institut für Käse, Trauben und Mandarinenforschung in Mainz. Vielen Dank, Herr Professor Plum. Gern geschehen. Postkarte genügt. So, Frau Wilke, sind Sie noch da? Ja. Jetzt, sehr schön. Also, Sie haben es ja gehört. Dann kaufen Sie sich jetzt mal hier diesen Dr. Holz-Teller. Auf Wiedersehen. Ja, hallo. Ja, liebe Zuschauer, unsere Zeit ist schon wieder um und die Sendung hat es ja auch deutlich gezeigt. Gegen Krankheiten durch schlechtes Essen hilft nur der Dr. Holz-Teller. Also kaufen, solange der Vorrat reicht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war's schon wieder, ich muss jetzt operieren. Bitte bleiben Sie gesund und denken Sie daran, man beobachtet Sie. Guten Abend.